Servus. Das Wasser ist voll angenehm. Echt? Ja. So, ihr habt es gesehen, wir haben gerade den Pool zum ersten Mal ausprobiert. War ziemlich cool. Und jetzt werde ich duschen gehen und dann muss ich den Vlog von gestern schneiden, die Anreise, denn der Vlog kommt heute Abend. So, ich bin jetzt endlich fertig mit meinem Vlog. Es geht um den ersten Vlog, wie wir hier nach Thailand gereist sind. Den gibt es bereits, also falls ihr euch den noch nicht angeschaut habt, dann schaut ihn euch jetzt gerne an. Und ja, ich bin echt richtig froh, weil ich habe ja noch keine Erfahrung mit Vlogs schneiden und dafür, denke ich, ist es ganz gut geworden. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und jetzt habe ich ein bisschen Hunger und deswegen denke ich, dass wir uns jetzt mal ein bisschen was zu essen suchen. Es ist nämlich schon halb vier gleich. Halb vier ist gleich schon. Marathon, Alter. Wie viel Stille ich schon hatte, wenn ich dann so eine gute Zeit. Hey, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Und wie läuft's? Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Gehen wir gleich, oder? Ja, bitte. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Beach Club. Ich bin sehr gespannt. Das Essen auf der Karte sah auf jeden Fall echt sehr gut aus. Kleines Problem, ohne Reservierung kommt man hier leider nicht rein. Wir müssen woanders hin. Can we have 3 chunk, please? 3 chunk, yeah. Then 3 sparkling water. Big sparkling water. Then the beef carpaccio as a starter, three times. Yes. And the, yes, the salmon. The salmon, Western cuisine, three times. Three? Yes. And you are together the bill, right? Yes. Together the bill? Yes. Yes. Leute, ist ganz schön teuer hier, aber erster Tag, da kann man sich mal gönnen. Ein Service hier, das haben wir gar nicht bestellt. So, jetzt gibt's. Mal filmen. Prost. Ja. Das ist Chang, beste Bier in ganz Thailand. An guten. Gut. Wow. Richtig gut. Jetzt gibt's ein wenig Beef Carpaccio. So, der nächste Gang ist da. Es gibt ein bisschen Lachsfilet mit Stampf. Das Mikrofon war nicht an, Alter. Zahlst du das jetzt eigentlich? Freilich zahle ich das. Sagt mir bitte, dass ich nicht alleine bin. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum sich Menschen an den Strand legen. Also ich verstehe es einfach nicht. Es ist so langweilig. Keine Ahnung, ich liege 2 Minuten da und dann habe ich keinen Bock mehr. Ich verstehe es nicht. Verstehst du das? Also ich lieb's mal, mich an den Strand zu chillen. Das ist doch langweilig. Das ist doch geil. Das ist wahrscheinlich mein ADHS, aber ich kann schön, das nicht. Schön braun werden. Ich dreh da durch. Ich feier das. Nee, bin ich raus. So, was machen wir jetzt? Gute Frage, schauen wir mal. Yes, it's okay. Thank you. It's okay. So, Freunde, es ist mittlerweile 11:30 nachts. Ihr habt es gesehen, wir waren vorher noch ein bisschen einkaufen und dann haben wir alle ein bisschen gearbeitet und haben uns ein bisschen ausgeruht. Und obwohl wir heute um 7 schon aufgestanden sind und eigentlich total müde sind, am liebsten schlafen gehen würden, müssen wir uns trotzdem zwingen, jetzt noch wach zu bleiben, weil sonst schaffen wir es nie feiern zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt feiern. Muss reichen. Hast du einen Öffner dabei oder einstecken oder? Danke. Danke. Hast du einer mal aus der Gefriertruhe raus oder? Ja. Sind noch drin.
Boah, es gibt nichts Schlimmeres als Bier. Was machen wir jetzt gleich noch? Ich habe schon gesagt, dass wir jetzt feiern gehen. Feiern? Ja. Und was haben wir zu feiern? Was haben wir in unserem Leben erreicht, dass wir feiern gehen dürfen? Weißt du, was wir erreicht haben? Dass Leute zum Beispiel auf dieses Video klicken, weil sie sich einfach dafür interessieren, was der Leon so treibt. Und das finde ich schön. Eben. Ihr seid in meinem Vlog, also mehr kann man doch gar nicht erreichen. Das Video kriegt dann ja nochmal 100 Aufrufe. So, wir haben jetzt gerade ein Taxi bestellt, es ist gleich da. Deswegen beende ich jetzt den Vlog hier. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ich freue mich, dass ihr jetzt immer noch zuschaut. Und ja, ich bin echt froh darüber, dass es hier so gut klappt. Also wenn es jetzt so weitergeht, wie das bisher ist, in dem Sinne, dass wir sehr viel arbeiten und trotzdem Spaß haben, dann wäre alles cool. Aber ich glaube, sobald der erste Kater morgen beginnt, wird es nicht mehr so sein. In dem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.